Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Die letzte Folge schon ewig her. Ich habe eigentlich Anfang Oktober eine neue aufgenommen, kam aber nie dazu, sie zu schneiden und dann wurde sie auch alt und ja. Aber heute ist Halloween und das Event wollen wir uns gerne ansehen. So. Oh, mit Katzi. Hallo zusammen, die Halloween-Feier ist doch nicht vorbei. Komm, gruseln wir uns gemeinsam. Wow, das sieht aber überhaupt nicht großartig dekoriert aus. Okay, erstmal, es gibt eine süße neue Musik, ich hoffe ihr hört sie. Wenn sie unten sind, ist sie auf jeden Fall lauter. Und ich muss mich mal kurz umziehen, weil das hier ist nicht Halloween-mäßig. So, haltet mich für langweilig, aber ich gehe heute als Ritter. Mit Dämonenflügeln. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Die Bewohner sollen angeblich auch verkleidet sein und... Oh, hallo. Ah, Rudolf, den kennt ihr doch gar nicht. Es ist endlich zu bald kleiner. Halloween ist da, Gott. Nur zur Sicherheit. Wenn du was Süßes hast und wer ein Kostüm danach fragt, lieber raus damit. Du kannst dir aber auch einen Streich spielen lassen, wenn du deine Süßkram lieber behältst. Alles Klarheiten beseitigt? Na dann. Okay. Süßes oder saures, Kleiner. Wenn ich dir den Streich spielen soll, dann rück was Süßes raus. Niemals. Ah, da weht also der Wind. Come on. Oh Gott, er hat mich blau angemalt. Uff, ganz schön anstrengend für ein altes Eichhörnchen. Wie gefällt dir der neue Look? Keine Bagge, ist nur ein bisschen Farbe. Wenn du einen Spiegel hast, siehst du nur wieder wie vorher aus, Katz. Wo wir im Spiegeln reden. Wie wär's noch mit einem Holztischspiegel? Was? Dankeschön? Oh, diese Gesichtsbemalung kannst du jederzeit wegmachen, ganz ohne Spiegel. Mach einfach deine Tasche auf und ferne sie, Katz. Okay, Rudolf hat uns bemalt. Und oh, wir haben jetzt coole in den Augen. Warte, ich muss den Helm einmal abnehmen. Was habe ich für eine Gesichtsbemalung? Oh, die ist ja cool, danke Rudolf. Nice. Aber ich behalte trotzdem den Helm auf, weil ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich ein Halloween-Kostüm anhabe. Ritterrüstung gilt als Halloween-Kostüm. Und die Musik ist ja immer mega cool. Oh, wie nice. Okay, mal sehen. Mischka ist zu Hause. Mischka kriegt jetzt übrigens einen neuen Garten. Ich renoviere gerade die ganze Insel. Darum sieht das hier so leer aus. Was ist wohl bei Mischka los? Hallo Mischka, du bist als Katze verkleidet. Sterni, willkommen in meiner Bude der Begeisterung. Du verstehst? Geister, Begeisterung. Ah. Irgendwie ist es nicht mehr so lustig, wenn man es erklärt. Muhahaha. Ich habe genug Süßes, um die ganze Insel durchzufüttern. Hier für dich. Oh, danke schön. Ich glaube, dieses Halloween geht in die Geschichte ein. Und zwar voll im guten Sinne. Glitzer. Nee, ich glaube nicht. Das ist. Oh, dieses Jahr feiert keiner Halloween. Corona. Okay, dann wollen wir uns aber mal auf den Festplatz bewegen und gucken, ob Jakob da rumtreibt, dieser Kürbiskopf. Keine Ahnung, ich kenne ihn gar nicht aus den alten Spielen tatsächlich. Ich habe ein paar alte Spiele nicht gespielt. Hier ist keiner, aber ich habe natürlich, ich war nicht untätig und habe meinen Festplatz hier sehr gruselig gestaltet. Sehr schön, mit allen Anleitungen, die ich bekommen habe und alles drum und dran. Finde ich ganz cool. Ziemlich niedlich eigentlich. Alles orange, aber das stört mich nicht unbedingt. Okay, der hier ist grün. So, da muss doch Jakob hier drin sein, oder? Da ist er! Standest du gerade schon hier? Süßes oder saures? Alter, was hat der für eine Stimme? Ich bin Jakob, der Prinz von Halloween. Dies ist die Nacht der schaurigen Leckereien und süßen Leckereien. Kommt zu mir, Halloween ist hier. Ah, es war so anstrengend, diesen Tag nachzurücken zu sehen. Ich hatte direkt Gänsehaut. Jetzt ist es soweit und ich brauche einen Gehilfen. Sag mir, Kürbiskopf, denkst du, du hast das Zeug dafür? Aber absolut, klar. So lobe ich mir das und natürlich belohne ich die gute Arbeit meinen Untertanen auch prinzlich. Du fragst dich sicher, was für deine Arbeit ist, richtig? Pass auf, bring mir Süßigkeiten. Oh, ich spüre du. Oh Gott, die Stimme ist schrecklich für den Hals. Ich spüre, dass du Süßes bei dir hast, Kürbiskopf. Süßes oder saures? Na los! Gib mir deinen Süßkram, Kürbiskopf. Okay, hier, bitteschön. Oh Gott, diese Stimme.
Zeit für Süßes. Oh, wie köstlich, Kürbiskopf. Und nun zu deiner Belohnung. Weide deine Augen an dieser fantastischen Belohnung. Ein Jakob-Gewand. Okay, cool. Fabelhaft, Kürbiskopf. Jetzt kannst du dich deiner wahren Aufgabe stellen. Als nächstes wünsche ich, dass du mir die köstlichsten aller Süßigkeiten bringst. Lollis. Oh, es gibt Lollis. Untertanen, die mir diese Delikatesse bringen, erwarten noch weitere unheimliche Belohnungen. Ich kann es in den Knochen spüren, Kürbiskopf. Bei den Schatten. Irgendwer da draußen hat einen Lolli. Gib dem Besitzer des Lollis Süßes und vielleicht überlässt er ihn dir. Kein Preis ist so hoch, Kürbiskopf. Ich werde das Gebiet weiter heimsuchen, also bring mir einen Lolli. Enttäusch mich nicht, mein Untertan. Mich hungert auch nach weiteren Bonbons. Was immer du mir bringst, lass mich nicht zu lange warten. Aha, hoho. Das scheint mir die perfekte Gelegenheit für eine sinistre Halloween-Evolution zu sein. Pass gut auf, Kürbiskopf. Wenn du mir nichts Süßes gibst, wirst du es bereuen. Na, schlottern dir die Knie? Hast du dein Rückgrat im Wackelpudding verwandelt? Ich will es doch hoffen, denn dafür ist diese Emotion schocken ja da. Diese Emotion ist perfekt für Halloween, also viel Spaß damit. Damit bist du der letzte Schrei. Ah, guck mal, da sind die anderen alle. Ich habe die okay, die Stimme muss ich nicht mehr machen. Ich habe die Emotion schocken erlernt. Oh, nett. Cool. Und nett, dass hier schon drei Leute da sind. Hallo, Heinz. Süßes, was gibt's? Sauerkraut. Oder Saures. Egal. Jedenfalls darfst du was zum Naschen rausrücken. Und zwar pronto. Hier für dich. Bitteschön, Heinz. Ich habe zum Glück sau viele Süßigkeiten. Hab ganz gut gesammelt. Oh, wie cool. Die machen alle die Emotionen. Ha, dachte ich mir, dass du dafür bereit wärst. Aber für den Süßkram von dir bin ich jederzeit bereit. Es wäre ein Dankeschön von mir angebracht, oder? Zum Beispiel ein Kürbis-Tischgedeck. Das perfekte Halloween-Geschenk. Stimmt nicht? Oh, das ist schon nett. Dankeschön. Halloween ist echt das Schärfste. Moin. Ich stehe total drauf. Du hast mir gerade 101% gegeben, also muss ich mit 111% revanchieren. Ich bringe dir eine coole neue Emotion bei. Noch eine Emotion, okay. Mach dich bereit. Deine Muskeln schrumpfen. Hahaha. Keine Sorge, das stimmt nicht. Ich wollte nur was richtig Gruseliges sagen. Schließlich wollte ich dir die Emotion Erschrecken beibringen. Viel Spaß damit. Und noch eine, cool. Und, okay, einer klatscht dieses Mal. Ah, wie cool. So viele neue Emotionen. Und was ist mit dir, Judith? Beschenke mich etwas Süßen, sonst setzt es was. Was soll es sein, Süßli? Hier für dich. Ein Bonbon. Gut, dass ich die nie gegessen habe. Oh, die erschrecken sich gegenseitig, wie cool. Vielen Dank, ich sehe, du hältst dich an die Gepflogenheiten dieses Festes, Taylor. Dafür sollst du auch mit ein Geschenk haben, und zwar ein Kürbis-Gelande. Oh, die kenne ich nicht. Dankeschön. Einen angenehmen Halloween wünsche ich, Süßli. Okay, was ist eine Halloween-Gelande? Kann ich die aufstellen? Nee, kann ich nicht. Okay, das ist irgendwas für die Wand. Okay. Gucken wir mal, wer einen Lolli hat. Ach ja, und in der Folge, die ich nicht geschnitten habe, habe ich übrigens dieses schöne Kürbisfeld gebaut. Finde ich sehr, sehr nett. Also ich habe sau viele Kürbisse auch noch im Lager. Und ich habe hier so alles nett eingerichtet, habe hier ein kleines Feld. Es soll ja später auch noch mehr Landwirtschaft geben. Ja, genau. Und da kann ich das ja weiter benutzen. Und da hinten ist ein cooler Schatz, den ich bekommen habe. Unerreichbar auf einer Insel. Sehr schön. Hey! Oh, er wollte sogar was von mir. Süßes oder Saures? Gib mir Süßigkeiten, sonst muss ich dir einen Streich spielen. Okay, bitteschön, Rüdiger. Hast du einen Lolli? Du bist doch immer so der die Naschkatze. Toll, vielen Dank. Ich pack's für später zum Rest meiner Beute. Junge, der hat bestimmt richtig viel. Und weil du so nett warst, habe ich auch was Nettes für dich. Einen Kürbisteppich. Oh, nett. Okay, jetzt kriegen wir die ganzen Halloween-Sachen, die man nicht herstellen kann. Also das, was man herstellen könnte, war so Türme, Lampen und alles drum und dran. Ah, das ist natürlich auch cool. Beschenk mich bitte etwas Süßes und setz es was. Was soll es sein? Pupsi. Warum sagt sie Pupsi? So, Süßigkeiten. Ich würde viel lieber mir Streiche spielen lassen, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Ich sehe, du hältst dich an die Gepflogenheiten dieses Festes. Okay, den Text kennen wir schon. Ein Lolli. Oh, Brigitte. Dankeschön. Den suche ich noch. Oh, der ist aber schön. Dankeschön. Gut, dann können wir jetzt zu Jakob rüber. Und ich, oh Gott, ich muss die Stimme wieder machen.
Ah, den Geruch kenne ich doch. Du hast leckeren Naschweck in deinem Besitz, oder? Von mir kannst du das nicht verstecken, Kürbiskopf. Jakob weiß Bescheid. Süßes oder saures? Komm, komm, gib es mir. Ich muss es haben. Na ja, bitte sehr. Ah, ich kann dir jetzt einen Bonbon geben oder den Lolli. Mal sehen, was er beim Lolli sagt. Nein, nein, oh doch, aber ja. Fröhliches Halloween. Die großartigste Süßigkeit von allen. Mein absoluter Favorit. Ein Lolli, Kürbiskopf. Alles andere kann warten. Zeit wird was Süßes. Köstlich. Schauer laufen mir über den Rücken. Du hast deine Pflicht bemerkenswert erfüllt. Du verdienst eine besondere Belohnung. Oh, ein Möbelstück. Zeig Jakob etwas Dankbarkeit für diese Kürbiskutsche. Oh. Aber das reicht nicht, Kürbiskopf. Oh nein, ich will mehr Lollis. Ich brauche mehr Lollis. Bring mir noch einen Lolli, sobald du einen findest, und ich sorge dafür, dass wir beide uns freuen. Okay, also Jakob will noch mehr Lollis, also ganz viel mit Leuten reden. Oh, Huschke. Oh, Huschke ist richtig niedlich angezogen. Süß. Süßes oder Saures? Gib mir was Süßes oder erleide den Streich des fantastischen Huschke, Banzai. Oh, er sieht immer so traurig aus. Ja, du kriegst einen Bonbon. Ja, den habe ich zufällig auf der Insel gefunden. Und ich wusste nicht mal, dass er berühmt ist. Ich habe ihn jetzt. Sehr schön. So, was kriege ich von dir? Ein Lolli. Oh, ich weiß, dass du mich nicht enttäuscht. Dankeschön. Bist ein sehr guter Mitbewohner. Besser als Sunny. So, da hast du deinen Lolli. Köstlich. Schauer laufen mir über den Rücken. Ich lass die Stimme mal bitte. Okay, eine Anleitung. Eine Kürbis... Oh, die Anleitung für die Kürbiskutsche, die ich gerade bekomme. Okay, cool. Ich habe auch ein paar andere Sachen schon weiter verschenkt. Also, ich habe noch 16 Bonbons und Tapeten bekommen. Tischgedecke, Anleitung sogar auch. Ich würde mir ganz gerne aber mal die Kutsche angucken. Da ist die Kürbiskutsche. Oh, die ist cool. Die ist ja richtig cool. Die nehme ich gerne an. Schade, dass sie so spät kommt. Die ist ein schönes Deko-Element. Oh, ich weiß, wo die hinkommt. Ja, hier steht sie super. So schön auf dem Festplatz, beleuchtet schön, macht so einen netten Schimmer von hinten. Ich habe sogar ein paar Luftballons hier hängen. Wusste ich gar nicht mehr. Ja, cool. Dann können wir ansonsten... Ich werde einfach mal weiter verschenken, weil was Interessantes passiert, werdet ihr es ja sehen. Oh, und noch ein Lolli. Sehr cool. Oh, noch eine Anleitung. Cool. Für den Kürbisstab. Oh, wieder ein Zauberstab. Der darf natürlich nicht fehlen. Und Heinz hat noch einen Lolli für mich. Super. Okay, was bekommen wir diesmal? Oh, ein Helm. Oh, eine Jakob-Maske. Oh, das ist gut. Warte, die ziehe ich an. So, dann tragen wir einmal unser Jakobskostüm. Oh, der Kopf ist ja cool. Und das Gewand. Ja, sehr nett. Wie cool. So laufen wir erstmal herum. Oh, okay, die reagieren anders auf mich. Ah, er ist hier. Bitte, Jakob. Ich habe Süßigkeiten. Oh, die geben mir Süßigkeiten. Oh, das ist ja gut. Du spielst mit mir keinen Streich, ja? Ich würde das nicht. Augenblick. Du bist gar nicht Jakob, sondern Taylor. Du hast mich reingelegt, aber dein Kostüm ist toll und du hast Jakob auch gut rübergebracht. Bravo dafür. Oh, die schenken mir Süßigkeiten. Wie gut. Dankeschön. Danke, Rudolf. Danke, Heinz. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Okay, funktioniert das auch mit den Leuten in den Häusern? So, mal sehen. Oh, scheinbar ja. Ja, und ich krieg wieder einen Bonbon. Sehr schön. Okay, Mischka ist auf jeden Fall ein Kandidat für Stockholm-Syndrom. Aber gut. Jetzt ist es hier peinlich. Oh, ich liebe dich, Mischka. Du bist niedlich. Und tatsächlich gibt es Sunny einen Lolli. Okay, ich hasse dich trotzdem. So, und was bekommen wir jetzt? Oh, Kleidung. Noch ein Jakob-Gewand. Ich habe jetzt 3 Stück davon, Jakob. Okay, liebe Leute, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe alles, was man haben kann, bekommen. Ich habe alles gemacht, was man machen kann, gemacht. Und hier erschrecken sich immer noch die Bewohner. Und das finde ich mega süß. Also es ist ein richtig schönes Event gewesen. Wir können uns auch einmal die Anleitung angucken, die wir bekommen haben.
So, da ist der Kürbisstab, hier sind die ganzen anderen Zeugsachen, die ich habe. Die Kürbiskutsche, die Kürbisgirlande ist süß. Ah, und ist das Tischgedeck auch niedlich. Ja, und ansonsten, ich glaube, ich habe so gut wie alles. Kann sein, dass mir auch was fehlt, aber ich bin eigentlich recht froh mit der Ausbeute. Finde ich ganz cool. Ja, aber auf jeden Fall, euch ein schönes Halloween. Ich versuche diese Folge noch heute zu schneiden, dass ihr auch an Halloween kommt. Es ist 19.27 Uhr. Vielleicht schaffe ich es zu 20 Uhr, vielleicht zu 8:30 Uhr. Mal sehen. Oder vielleicht erst morgen. Keine Ahnung, keine Versprechen. Auf jeden Fall, frohes Halloween und bis zum nächsten Jahr zu Halloween Special. Keine Ahnung. Frohes Halloween.